Na gut, das sollte ja kein Problem sein. 2 Minuten. Meide die Felswände, Grasböschung und Gräben ja. Am Streckenrand, sonst riskierst du einen Überschlag. Das ist mir klar. Boah, geiler Sound. Ich hab wieder die Kamera hier so nah. Es liegt jetzt an dir, ob du das Auto behalten darfst. Jo, ich weiß. Aber dieses Handling, das meine ich halt. Alter! Das ist so richtig. Oh, ich bin ein richtig fettes Auto. Komm, heb mich in die Kurve. Alter. Guck mal, da ist ein Helikopter. Hallo! Komm, wink mal. Das wäre so endcool, wenn er so aus seinem Auto so rauswinken würde. So. Boah! Komm, das machen wir nochmal. Die war ein bisschen zu scharf, die Kurve. Ja, das ist so ein behäbiges Teil. So. Boah. Ich glaube, dafür hat's. Nein. Ich wollte gerade sagen, dafür kannst du im Gelände mehr, aber auch das nicht. Jetzt kommt hier auch wieder eine richtig scharfe Kurve. Ja, wenn man es können würde, dann wird man die so in einem Rutsch durchfahren. Boah. Jawohl, kurz noch zu Rädern. Das ist der Style von Mr. Easy Racer. Hier ein bisschen durch die Wiese. Ah, also im Gras taugt das Auto schon, ne? Man muss ja alles testen, ne? So. Aber wir liegen mit der Zeit nicht ganz so gut. Also da muss ein bisschen mehr noch kommen. Die werden natürlich auch von Event zu Event schwieriger. Ganz klar. So, hier kann man ein bisschen Zeit gut machen. Nochmal allerdings hier wieder schafft man es nicht aus. Pass auf. Ach. Hoppla papp. Oh. So, ja, da darf man nicht zu sehr die Kurve schneiden. Sonst hebt man ziemlich leicht ab. So, naja, wir sind ja gleich im Ziel. Ja, die Zeit wird doch ziemlich knapp am Ende doch. So. Na, da ist das Ziel. Nee, es passt. So. Ah, mit 3 Sekunden Puffer. Ja, weniger. 2. Guten 2 Sekunden. Fahrzeug freigeschaltet. Yippie. Aber der ist nicht so geil. Man kann nie zu viele Autos haben. Gut gemacht. Ja, das stimmt, was er gesagt hat. Als würde er mir aus der Seele sprechen, so. Auto nehme ich schon mit, aber ist jetzt nicht gerade geil. So, dann haben wir noch die Promo. Da haben wir auch neu. So, zoomst du wieder rein, danke. Gut. Du kannst an einem Promo-Event teilnehmen. Es handelt sich um ein Ausdauerrennen. Du musst also wirklich alles geben. Wenn dir das gelingt, kannst du sicher viele neue Fans gewinnen. Okay, Ausdauer. Klingt interessant. Klingt interessant, da kommt bestimmt jetzt auch eine Erklärung. Wenn du das nötige Können und genügend Durchhaltevermögen besitzt, stellen Ausdauerrennen eine einmalige Herausforderung dar. In jeder Sekunde des Rennens geht es darum, sich durchzusetzen. Kein anderes Rennen erfordert so viel Konzentration. Aha. Okay, also ich habe irgendwie 5 Minuten. Oider, das ist ein nices Teil. Das ist echt ein nices Teil. Jawohl. Ich habe irgendwie 5 Minuten. Was ist mit 5 Minuten? Keine Ahnung. Ach so, ist das vielleicht so ein Ausscheidungsrennen? Oder ist es einfach, ja, fahr 5 Minuten und wenn du dann Erster bist, hast du gewonnen. Oder, ich weiß es nicht. Da hat das auch nicht so wirklich eindeutig gesagt, außer ich habe da jetzt nicht richtig zugehört. Aber gut. Na, die 119 Meter, die halten sich da hartnäckig. So, erworbene Karrierefahrzeuge 6. Miami Beach. So, kommt wieder irgendwas? Denk dran, dass ich die Route jederzeit ändern kann. Sei immer auf der Hut. Okay.
Null, ach ja, okay. 0 Meter. Mhm. Du musst in jedem Sektor starke Zeiten fahren, um in diesem Promo-Event vorne zu landen. Boah, alter, alter Schwede. Das geht ja mal richtig ab. 300 Meter, was ist das jetzt? Alter, was bremst du hier so stark? So, boah, oi, da ist das ein Audi TT. Ja, schon, ne? Ist so ein Roadsterrennen. Oh, ich wollte dich nicht rammen, aber ich würde schon mal jetzt gern vorbei. Danke. Ach ja, ich muss einfach nur so viel Distanz wie möglich zurücklegen. Alles klar. Mein Gott, verpisst euch. Audi gegen Nissan 350Z. Oh, das war die Motorhaube. Na, wir haben ja noch genug Zeit und jetzt hier auf der Geraden. Da machen sie mir außen die Tür zu. Oh. Zwischen beiden hindurch. Jawohl. Na. So. Ja, mein Auto sieht schon wieder ein bisschen demoliert aus. Alter, das zieht. Nach rechts. Hier, seht ihr es? Oh, nicht geil. Überhaupt nicht geil. Genau deswegen. So. Ja, Alter. Das sind Linkskurven in Qual. Eine Qual? Ja. Rechtskurven gehen dann eigentlich. Alter, da sind ziemlich einer hinten dran. Ich hätte vielleicht das nicht so drauf anlegen müssen sollen, weil ich habe noch 3 Minuten zu fahren. Alter! Guck mal, wie der rüberzieht. Ist nicht mehr feierlich. Der kommt richtig nahe jetzt. Was hat denn der gesoffen? So viel Red Bull oder was? Oh! Und dann dreht's mich. Oh, ma. Nicht nochmal auf die Vorderachse. Oh, ja. Alter. So. Ich tänzel hier echt nur noch rum. Also das ist wirklich eine Herausforderung jetzt. Na, aber jetzt bin ich doch wieder ein bisschen weiter vorne. 6 Kilometer sind wir und die Hälfte der Zeit haben wir auch schon. Boah! Was ist das denn für eine Kurve? So, alter Schwede. Mit so einer Kurve habe ich nicht gerechnet. So, ja, ich bin gut vorne, das ist gut. So, hier können wir schon dieses Kurve hier. 2 Minuten. Wieder ist der Ausgang behindert. Ja, 2 Minuten noch. Du wirst jetzt noch durchstehen. Ich habe keine Rückblende mehr. Also jetzt Vorsicht, ist Motorsportzellankiste. Ja, aber ganz schlechtes Gefühl hier. Ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ja, links gucken kann der überhaupt nicht mehr. Oh, und direkt noch eine, weil es so schön ist. Ach, jetzt geht's hier diesmal andersrum. Ja, also mir tut's leid um das Auto. Ist ein bisschen kaputt, ja. So. Bisschen habe ich's kaputt gefahren, aber es ist stabil. So. Kriegen wir die 10 Kilometer voll ja schon, ne? Schon, oder? Alter, hier musst du einfach beim Anbremsen schon nach links lenken. Die letzte Minute läuft. Jo, letzte Minute. So. Ja. Ah! Nein! So.
Aber zum Glück hatte ich genug Vorsprung. Aber jetzt habe ich wirklich ein Ausrufezeichen da unten. So. So. Jetzt. 30 Sekunden verbleiben noch. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass. Boah! Alter, Alter! Jetzt kommt er nochmal! Der Drecksack! Der Drecksack! Oh oh! Guck mal, wie mein Auto aussieht! Nur noch 10 Sekunden. Ja? 11 Kilometer haben wir schon. Er ist weit genug weg. 3, 2, 1. Jawohl! Jetzt ist sich gewandert. Jawohl, Ziel erfüllt. Alter Schwed. Oh. Ja, der andere war dicht hinter mir, ne? Ja, ja, so ist das. Oh. So. Was kommt nur? Ach ja, jetzt kommt ja wieder die WSR, ne? Eigentlich. Ich glaube, ich werde da jetzt so einen kleinen Cut machen. Also, ich werde jetzt schon direkt noch ein bisschen aufnehmen, aber dass der Part jetzt hier nicht so groß wird, werde ich mal kurz stoppen und dann geht's gleich weiter. So, jetzt sagt er wieder irgendwas, oder? Oder nicht? Du musst mehr geben, um das europäische Publikum zu gewinnen. Sie haben Zugang zu den angesagtesten Rennen und entsprechend hohe Ansprüche. Tritt wieder gegen die Clubs an. Und zeige, dass du mit ihm mithalten kannst. Ja, das muss ich ja dann hier machen, ne? Ja, okay, gut. Ich würde aber jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal kurz einen kleinen Cut und man sieht sich gleich wieder, ne? Also, bis gleich, Leute.